Yo, hey Leute, hier ist mal wieder euer Dynetics und ja, willkommen zu einem neuen Video von meinem 5x15 Karrieremodus. Und ja, dieses Mal spielen wir zu Hause gegen Hertha, aber davor noch das Hoffenheim-Spiel. Ja, wir habt ja in der letzten Folge gesehen, wie wir gegen Chelsea gespielt haben. Also, wer das verpasst hat, kann gerne mal in der Videobeschreibung den ersten Link anklicken. Da kommt ihr direkt zu der Folge. War richtig spannend auf jeden Fall. Und ja, ich habe ja euch darum gebeten, auf jeden Fall mal eine Bewertung da zu lassen und ihr habt es tatsächlich geschafft. An einem Tag schon 20 Likes hinzubekommen. Also das ist echt fantastisch. Deswegen sitze ich jetzt hier gerade um 12:30. Ich habe eigentlich in, ja, 5,5 Stunden muss ich aufstehen, weil ich Schule habe. Aber ich habe gedacht, egal, ich mache noch ein Video für euch, einfach als Belohnung. Ja, weil ihr einfach so viel Feedback da lasst, so viele Kommentare und so. Und es macht halt richtig Spaß momentan. Deswegen habe ich mich um 21:30 hingesetzt, angefangen mit Aufnehmen, dann mit Bearbeiten und so. Und ja, jetzt sitze ich hier noch um 12:30 und kommentiere es noch schnell. Später bearbeite ich noch fertig. Ich denke mal, um 1 bin ich dann fertig und lade das dann heute, also am Donnerstag, hoch. Und ich hoffe, dass ihr wieder so eine Bewertung da lassen könnt. Also, ich denke mal, 20 Stück schaffen wir auf jeden Fall wieder. Vielleicht wieder sogar 25. Und ja, ihr habt die Aufstellung schon gesehen. Das habe ich jetzt einfach mal überredet, weil hier, es war am Anfang jetzt ein bisschen wichtiger. Aber ja, verzeiht mir auf jeden Fall die Versprecher. Ist halt jetzt schon etwas später und ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dran hier an dem Aufnehmen und alles. Deswegen, erste Aktion hier von Hoffenheim. Sah zuerst aus, als hätte ich irgendwie Adam Soloy gefoult. Aber der Schiedsrichter hat es anders gesehen und gibt sofort die rote Karte für Soloy schon in der 5. Minute. Also TSG Hoffenheim schon mit einem Spieler weniger nach, ja, keine Ahnung, ja, in der Anfangsphase sofort. Man sieht es hier, das habe ich gar nicht richtig gesehen gehabt, aber er trifft auf jeden Fall unseren Spieler. Ich glaube, Kolasinac, dürfte Kolasinac gewesen sein, ich weiß jetzt nicht genau. Und ja, deswegen die rote Karte gerechtfertigt. Auf jeden Fall eine gute Chance für uns. Wir hatten eh schon ein paar müde Spieler, deswegen ist ganz gut, wenn jetzt Hoffenheim einen Spieler weniger hat, der ein bisschen mehr Laufarbeit leisten musste. Aber hier erstmal schön in die Mitte gezogen von Depay. Zieht ab, aber Baumann natürlich gut auf der Linie. Wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel gegen ihn. Und ich kann euch schon mal vorwarnen, also ich habe schon an einen Abonnent geschrieben, das Video hier wird etwas spannender als die anderen. Ich glaube, das Chelsea-Video war schon extrem spannend, aber ihr könnt euch heute echt auf was freuen. Wird auf jeden Fall ein richtiger Krimi, die beiden Spiele. Und hier die nächste Chance. Kevin Volland mal mit der Chance nach dem Eckball, aber er kann den Ball leider nicht im Netz unterbringen. Aber trotzdem weiter mit dem Ball nach vorne über Julian Draxler, der wieder auf links spielt. Spielt hier einen langen Ball und der wird noch relativ gefährlich. War eigentlich als Flanke gedacht, aber muss ja keiner wissen. Dann hier mal Hoffenheim mit der nächsten Chance. Ja, ich habe mich versucht, mal weiter hinten reinzustellen. Ich war ja in den letzten Spielen ziemlich offensiv, aber ja, wie gesagt, ich habe ja einige müde Spieler, deswegen weiter hinten drin. Wir sind schon in der 45. Minute, also ist nicht so viel passiert in der ersten Halbzeit. Der Ball kommt mal auf Kevin Volland, legt sich den Ball aber zu weit vor, aber er kämpft ihn sich zurück. Dann Walker mit der Chance hier, Max Meyer anzuspielen. Und Depay mal mit einer guten Möglichkeit. Kommt hier zum Abschluss der Kopfball von Sam, glaube ich. Aber wird noch abgeblockt und auf der Linie dann letztendlich geklärt. Deswegen, ja, zur Halbzeit 0:0 war auf jeden Fall unsere beste Chance eigentlich jetzt ganz am Ende. Ja, trotzdem, die erste Halbzeit war jetzt nicht schlecht, war nicht gut. Ich meine, Hoffenheim ist mit einem Mann weniger unsere Chance auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir hinten aufpassen. Fährmann hat hier gut gehalten in der Aktion. Ja, deswegen, man hat es gesehen, Hoffenheim hat einige gute Spieler. Ich meine, sie sind auf dem 5. Tabellenplatz, glaube ich. Ich habe es vorhin gesehen. Da wurde hier die Tabelle eingeblendet. Deswegen natürlich kein einfaches Spiel für uns, aber wir sind der Tabellenführer. Wir wollen natürlich auch Tabellenführer bleiben. Der Ball von Kevin Volland hier auf Depay, aber der scheitert wieder am guten Baumann. Also wirklich ein klasse Spiel gemacht vom Baumann. Und dann in der 60. Minute mal Freistoß für Hoffenheim. Der Ball kommt in die Mitte, aber Fährmann kommt hier gut raus, klärt den Ball. Wir haben natürlich die Kontermöglichkeit über Medeiros, der hier mal wieder spielt. Also ihr seht es eigentlich ja schon, ja, teilweise B-Spieler hier im Team, einfach um das Team ein bisschen zu schonen, um Verletzungen nicht zu riskieren, wenn die Spieler zu müde sind. Der Ball kommt hier irgendwie die ganze Zeit über die Außenbahn, dann letztendlich in die Mitte und ich kann nicht richtig verteidigen. Fährmann kommt hier raus, aber nicht entschlossen genug und da liegen wir leider hinten. Ja, also 1:0 hinten gegen Hoffenheim ist jetzt nicht so schlimm eigentlich. Also ich könnte damit leben, dass wir jetzt hier nur einen Punkt holen oder ja, in dem Fall jetzt gerade im Moment noch 0 Punkte. Aber ja, wir haben ja eigentlich einen ganz guten Saisonstart gehabt, deswegen dürfen wir eigentlich auch mal in der Saison hier patzen. Wäre jetzt nicht allzu schlimm, aber natürlich trotzdem der Ehrgeiz hier nochmal was mitzunehmen, nochmal nach vorne zu spielen.
Aber es ist natürlich relativ schwierig, wenn man sieht, ich glaube, Depay wird in der Partie später fast gar keine Ausdauer mehr haben. Am Anfang geht es jetzt noch, aber wir sind jetzt auch schon in der 80. Minute. Also, ich hatte einfach zu wenig Chancen, es lief einfach zu wenig nach vorne. Jetzt hier mal Jack Wilshere. Ich habe versucht, mit Einzelaktionen vielleicht mal ein bisschen durchzukommen, weil Hoffenheim ist echt sehr gut gestanden, hatte viele körperstarke Spieler und auch die Flanken und so haben keinen Abnehmer gefunden. Ja, ich habe versucht, das Spiel ein bisschen zu variieren, mal ein bisschen durch die Mitte zu kommen, über die Außen, dann mal mit Medeiros oder so auch eine Einzelaktion zu tätigen. Der Ball kommt hier gut auf Jack Wilshere und in der 85. Minute machen wir ja doch noch das 1:1, also momentan ein Punkt. Ist völlig in Ordnung gegen Hoffenheim, denke ich, also vornherein vom Spiel. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass es ein ziemlich schweres Spiel werden wird. Und ja, hat sich letztendlich auch bestätigt. Hoffenheim hat gute Spieler mit Firmino, dann Baumann und ja, wie sie alle heißen, also. Deswegen, auswärts gingen sie auf jeden Fall nicht einfach, zumal wir ja davor ein Spiel gegen Dortmund hatten und gegen Chelsea, das echt viel Ausdauer gekostet hat. Aber ja, trotzdem spätes 1:1. Wir haben ja, ich glaube, in den letzten drei Spielen zweimal in der 90. Minute getroffen. Wir sind jetzt hier wieder in der 90. Minute. Also, ich habe mich natürlich schon hier auf das 1:1 eingestellt, aber eine Chance habe ich noch für euch. Redmond kam wieder in die Begegnung, gefällt mir in letzter Zeit richtig gut, setzt sich gut durch, spielt den Ball auf Depay, der mit der schönen Täuschung mit rechts schiebt er den Ball an Baumann vorbei. Unglaubliches Tor eigentlich. Also jetzt nicht so von der Schönheit her, sondern dass wir wieder in der 90. Minute treffen. Also gegen Chelsea in der 90. Minute, gegen Frankfurt vor drei Spielen in der 90. Minute. Also ich weiß nicht, aber irgendwie denke ich mir jedes Mal in der 90. Minute, ich will das Spiel noch nicht hergeben, ich will hier nochmal alles probieren. Ein Schuss geht noch, ein Treffer kommt noch. Und ja, letztendlich treffen wir dann auch und das ist dann halt der Unterschied. Wir holen nicht einen Punkt gegen Hoffenheim, sondern drei Punkte. Und ja, auf jeden Fall wieder sehr schön gemacht von Depay. Technisch, dass er auch nicht zu stark drauf schießt, sondern den Ball einfach in die Ecke am Baumann vorbeischiebt. Sein sechstes Saisontor. Ich glaube, davon waren drei per Elfmeter. Ich glaube, den einen hat er gegen Manuel Neuer gemacht im Bayern-Spiel und zwei gegen Dortmund. Aber ja, ich meine, trotzdem sechs Tore in sieben Spielen sind es jetzt, glaube ich. Ist eigentlich eine ganz gute Marke, zumal wir ja überlegen müssen, dass Depay auch immer ein bisschen wenig Ausdauer hatte, weil er ja die ganzen Champions League-Spiele mitgespielt hat und da auch immer durchgespielt hat. Aber ja, wir gewinnen hier 2:1 gegen Hoffenheim. Ja, wenn man sich das ganze Spiel anschaut, ist es relativ in Ordnung eigentlich. Manchmal ein bisschen glücklich, da wir jetzt am Ende echt noch ein bisschen Dusel hatten, doch noch die 3 Punkte mitzunehmen, aber ich hatte ja in der ersten Halbzeit eigentlich die besseren Möglichkeiten. Und deswegen sind wir hier eigentlich ganz gut in die Saison weiter gestartet. Wir holen immer mehr Punkte, sind jetzt aber nicht mehr Tabellenführer. Ich glaube, wir haben den ersten Tabellenplatz an Bayern München verloren, weil die 4:0 gewonnen haben. Deswegen haben die jetzt ein oder zwei Tore besseres Torverhältnis. Aber ja, letztendlich ist eigentlich völlig egal. Ich meine, ob wir jetzt vor Bayern stehen oder hinter Bayern, ist völlig egal, weil wir stehen vor Dortmund in der Tabelle. Jetzt bekomme ich erstmal Dislikes von den ganzen Dortmund-Fans, aber hey, passiert, ist egal. Wir stehen vor Dortmund in der Tabelle, egal. Das ist völlig in Ordnung und ja, hier natürlich die Voraussetzung, dass wir hier das nächste Spiel gewinnen, dass wir auch weiter vorne mit dran bleiben, weil mein Ziel ist eigentlich so, ja, der zweite Tabellenplatz strebe ich an, weil ich glaube, die Meisterschaft wird nicht drin sein mit der Belastung. Jetzt kommt bald noch DFB-Pokal dazu, aber ja, trotzdem zweiter Platz wäre okay, so hinter Bayern. Könnte ich auf jeden Fall mit leben für die erste Saison, denn in der zweiten Saison vielleicht irgendwie um den Titel mitspielen. Aber ja, ich habe ja auch von dem Vorstand die Voraussetzung, dass wir die Champions League Qualifikation erreichen. Sieht bis jetzt ja ganz gut aus, also muss man ja sagen. Ihr seht wieder die Aufstellung, Boateng wieder mit dabei, hat sich erholt, also hat jetzt wieder eine ganz gute Ausdauer. Goretzka mal wieder auf rechts. Vorne war Volland ein bisschen müde, deswegen habe ich Atvicay. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass man ihn, glaube ich, so ausspricht. Ich hoffe, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, tut es mir natürlich leid. Habe ich mal mit reingepackt, ist ja ein gutes Talent, hat ja auch immer ganz gut getroffen. Und hier die erste Aktion von Depay auf Max Meyer. Der mit einem ganz guten Dribbling spielt den Ball wieder auf Depay zurück auf Max Meyer und die erste Chance hier nach 2 Minuten. Also gute Kombination, man hat es gesehen, ich wollte gerade nach vorne spielen, ich wollte eigentlich so früh wie möglich das Tor machen, weil, wie gesagt, einige müde Spieler, einige B-Spieler, deswegen muss man irgendwie versuchen, das Tor früh wie möglich zu machen, weil in der 70. 80. Minute wird mein Team ziemlich fertig sein. Und da habe ich wahrscheinlich wenig Chance, nach vorne auch was machen zu können. Aber ja, die nächste Aktion hier wieder von Hertha BSC Berlin. Sie haben echt ganz gute Spieler, gerade mit Stocker und so. Aber Scher holt sich den Ball ganz gut, spielt den Ball auf Depay, aber leider etwas zu weit.
Und es wundert mich gerade, dass Hertha BSC irgendwie Jahrstein im Tor hat, den kenne ich gar nicht. Eigentlich haben sie ja Kraft im Tor, aber kann uns eigentlich auch egal sein, weil letztendlich zählt es einfach nur, den Torwart zu überwinden. Ist egal, ob da jetzt irgendwie Manuel Neuer vor dem Tor steht oder irgendein anderer. Depay hier mit der Chance, aber links am Tor vorbeigezogen. Waller ist ein schwacher linker Fuß, aber er bekommt hier auch einen Schlag ins Gesicht. Also Schiedsrichter, Tomaten auf den Augen oder was, klare rote Karte, aber hey, ist ja nur FIFA. Aber trotzdem, gute Aktion von Depay, leider mit dem schwachen linken Fuß abgeschlossen, aber trotzdem, ihr habt gesehen, die eine oder andere Chance habe ich gehabt, aber Hertha BSC Berlin wieder mit der nächsten Chance und der Ball fährt natürlich genau links oben ins Tor rein. Fährmann chancenlos, die Abwehr war zu weit weg, ich habe auch Höwedes geschont, hat man, denke ich mal, gemerkt. Ich habe mit Eihan und Cher in der Innenverteidigung gespielt und ja, man kann sagen über Höwedes, was man will, dass er eigentlich so ziemlich langsam ist, aber er ist halt einfach einer der wichtigsten Abwehrspieler, den wir momentan hier im Verein haben. Nicht nur im echten Leben, sondern hier auch in FIFA. Also, ja, man merkt einfach, dass er die Abwehr hier in meinem Karrieremodus zusammenhält. Immer wieder die guten Zweikämpfe gewinnt, den Ball erobert und schnell nach vorne spielt. Aber leider muss ich ihn hier schonen, weil er hatte, glaube ich, nur noch eine halbvolle Ausdaueranzeige und es hätte keinen Sinn gehabt, ihn jetzt hier mitspielen zu lassen, dass er sich nachher noch zerrt oder so. Hätte nicht sein müssen. Deswegen habe ich ihn extra ausgewechselt. Aber ja, deswegen bekommen wir hier die Quittung 1-0 hinten gegen Hertha BSC Berlin. Aber ich meine, wir haben ja noch Depay, der setzt sich hier ganz gut durch. Sieht in der Mitte Advichai oder Afdichai, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der Ball kommt zu Boateng und der aus dem Stand mit seinem schwachen linken Fuß einfach mal humorlos links unten rein ins Tor. Also die sofortige Antwort, ich glaube 2 oder 3 Minuten nach dem Führungstreffer von Hertha BSC Berlin, machen wir hier doch noch das Tor. Auf jeden Fall hat unser Kapitän in diesem Spiel eigentlich sehr Höwedes, aber da Höwedes ja nicht da war, ist Boateng geworden, mal gezeigt, warum er so stark ist und warum ich ihn auch nicht verkauft habe. Also ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht gehabt in der Vorbereitung, aber letztendlich habe ich nie an Boateng gezweifelt. Ist einfach ein richtig zweikampfstarker Spieler, der eigentlich alle Werte im grünen Bereich hat. Er ist eigentlich ein super Spieler, ein richtiger Kämpfer, er passt einfach auf Schalke, er ist halt. Ja, er arbeitet halt einfach für sein Geld, muss man sagen. Nicht nur im echten Leben, sondern hier auch in FIFA. Leider im echten Leben arbeiten ja nicht die meisten Schalker für ihr Geld, sind ja meistens verletzt, aber ich hoffe, mit dem neuen Trainer wird alles besser. Und ihr seht, 1 zu 1 ist auch der Halbzeitstand. Ja, es ist in Ordnung. Ich meine, wir haben so viele Spiele gehabt, wir sind immer noch oben mit dran. Wenn wir jetzt hier nur einen Punkt gegen Hertha BSC Berlin holen, dann wäre es auch irgendwie okay. Wäre jetzt auch kein Beinbruch. Ich meine, die Champions League ist ja immer noch sowas, wo ich so ein bisschen Hauptaugenmerk drauf lege, da wir da einfach am meisten Geld machen können. Die Liga ist für mich eher so, wenn man zweiter und dritter Platz irgendwie sowas wird, dann ist es schon in Ordnung. Also da habe ich jetzt nicht so den brutalen Ehrgeiz, auch irgendwie jedes Spiel zu gewinnen, weil ich glaube, Bayern zu überholen ist einfach in FIFA momentan unmöglich mit dem Kader hier. Aber guter Abschluss mal. Jan Schei oder wie er heißt, hat gut auf der Linie gehalten, aber ja, wir haben den Ball noch nicht verloren. Wir haben immer noch die Chance hier, ein Tor zu erzielen. Also in der zweiten Halbzeit habe ich natürlich versucht, nochmal alles nach vorne zu legen und hier, denn irgendwie Goretzka wird weggezerrt, wird umgetackelt, aber es gibt keinen Elfmeter. Leider, also kann man bestimmt auch anders entscheiden. Aber nächste Chance hier, Advichai, aber ja, hat ein gutes Spiel gemacht, aber leider ein bisschen unglücklich. Aber Depay erobert sich hier den Ball zurück. Auf jeden Fall einer der besten Spieler, den ich mir jemals in FIFA gekauft habe, Depay. Spielt den Ball auf Advichai, aber der links am Tor vorbei. Also ihr seht, wir hatten eine Menge Pech hier im Spiel. Wir hätten eigentlich ja jetzt schon in der zweiten Halbzeit 2 oder 3-1 führen müssen von den ganzen Chancen, die wir hatten, mit den ganzen guten Möglichkeiten. Aber ja, letztendlich muss man sagen, es ist eigentlich schon positiv zu sehen, wie gut ich hier in der Karriere spiele. Ich hätte eigentlich gedacht, es wird ein bisschen schwieriger, aber das Schalke-Team ist echt richtig stark. Wir haben gute Einkäufe getätigt, die hat mir dabei auch geholfen mit Spielertipps und so. Freue ich mich natürlich auch immer drüber, wenn ihr die in die Kommentare schreibt. Tut mir leid für den Versprecher. Aber wie gesagt, es ist ja schon etwas später. Und ja, jetzt haben wir hier mal einen Einwurf noch ergattert in der 65. Minute. Ich meine, alles ist noch drin. Wir können hier noch verlieren, wir können aber auch noch gewinnen. Deswegen darf ich natürlich nicht die Konzentration verlieren. Aber ihr seht es halt ohne Spaß. Also ich kann es gar nicht so oft genug sagen, dass die Ausdauer halt entscheidend ist. Gerade im Karrieremodus. Im Ultimate Team ist ja eigentlich relativ egal. Aber ich merke es halt einfach in der Karriere, dass wir keinen so breiten Kader haben. Aber ja, jeder kämpft hier nochmal. Boateng hat ja den Ball vorhin gerade ganz gut erobert. Depay hier mal mit einer guten Flanke. Der Ball kommt auf Wiltshire, aber leider kann irgendwie der Torwart von Hertha BSC Berlin noch den Ball von der Linie kratzen. Wir hätten es eigentlich echt verdient gehabt, also die Mannschaft hat richtig gut gespielt, war auf jeden Fall ein spannendes Spiel, ich habe mitgezittert hier beim Zocken. Ja, so muss es eigentlich auch sein mit der Karriere, deswegen wollte ich eigentlich auch ein Team,
wo man richtig kämpfen muss, wo man um jeden Punkt fighten muss, nicht irgendwie Real Madrid oder so, wo man einfach durch die Liga durchmarschiert, sondern hier irgendwie mit Schalke, gerade solche Aktionen, Jack Wilshere setzt sich wieder ganz gut durch, wird hier noch gefoult und ja, solche Aktionen will ich einfach haben. 1:1 gegen Berlin, super Freischuss in der 80. Minute, nochmal alle Möglichkeiten, nochmal Spannung und so. Ich denke, es ist immer auch ziemlich interessant für euch zu sehen. Ein Abonnent hat mir geschrieben, dass er gegen Chelsea fast einen Herzinfarkt bekommen hätte. Ich meine, so muss es sein. Ich will euch natürlich nicht töten, aber ich will natürlich auch ein bisschen hier die Spannung und das Stadion-Feeling ein bisschen an euch weitergeben. Einer hat auch geschrieben, dass er mal gegen Hertha im Stadion war und dann eine Schalke-Niederlage gesehen hat. Deswegen habe ich hier versucht, natürlich ihm ja so gut wie möglich hier aus den besten Plätzen als Abonnent von mir mal ein Tor zu zeigen und einen Schalke-Sieg vielleicht. Noch ist das Spiel nicht vorbei, aber 80. Minute. Depay mit dem 2:1, auf jeden Fall ein großer Fortschritt zu den Richtung in, ja, zu der Richtung in 3 Punkte. Wieder ein traumhafter Freistoß eigentlich. Ist eigentlich eine Stärke von mir auch im FIFA 15. Gerade die Standardsituation mit dem Freistößen und Elfmetern mache ich eigentlich fast jeden Ball rein. Gerade Freistöße mit Depay. Also wenn ihr einen guten, talentierten Freistoßschützen im Karrieremodus sucht, der auch ein bisschen Potenzial hat, würde ich euch auf jeden Fall Depay empfehlen. Schießt die Traumfreistöße. Ich glaube, es ist schon sein zweites oder drittes Freistoßtor jetzt hier in der FIFA-Karriere, die ich aufnehme. Und ja, sein siebtes Saisontor. Ich glaube, er ist Torschützenkönig in der Bundesliga momentan. Ist ja auch mein Ziel am Ende, ihn als Torschützenkönig zu haben, dass er sich auch gut weiterentwickeln kann. Er ist momentan jetzt schon sogar schon bei einer 80er Bewertung. Wir haben ihn ja bei einer 78er geholt und hier Jack Wilshere, einfach das Kammschwein momentan von Schalke. Also der zweite Boateng gerade bei uns im Team, setzt sich gut durch. Aber der Torwart hält den Ball, aber der Wilshere trotzdem noch reaktionsschnell und macht hier den Ball rein. Auf jeden Fall auch super Jubel und so, er freut sich richtig. Ich habe mich auch richtig gefreut. 3:1 ist eigentlich schon die Vorentscheidung. Und ich habe euch ja gesagt, die Episode hier wird richtig spannend. Wir haben zwei Spiele, die wir jetzt spät für uns entscheiden konnten. Gegen Hoffenheim in der 90. Minute und jetzt hier in der 80. und 85. Minute gegen Hertha BSC Berlin. Also auf jeden Fall war es richtig spaßig zum Aufnehmen. Ich hoffe, ihr hattet auch eure Freude hier an dem Video. Ihr könnt es ja mit einer Bewertung zeigen. Wie gesagt, das hilft mir einfach unglaublich, mich auf YouTube zu verbreiten. Und ja, ihr habt ja auch was davon, wie zum Beispiel, hätte ich jetzt nicht so viele Likes bekommen, hätte ich vielleicht gar nicht so viel Lust gehabt, mich jetzt hier um 12:30 hinzusetzen, um für euch aufzunehmen. Aber ja, momentan macht es mir richtig viel Spaß, die Karriere ist richtig cool. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und habt die Episode hier genossen. Und ja, haut da rein, Leute, euer Danetics. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir